Die Aufgabe hier ist zu beweisen, dass das Produkt aller Zahlen angefangen bei 1 minus 1/2 mal 1 minus 1 Drittel mal 1 minus 1 Viertel mal 1 minus 1 Fünftel und so weiter und so fort bis hin zu mal 1 minus 1 durch n genau dasselbe Ergebnis liefert, als hätte man von Anfang an einfach nur gerechnet 1 durch n. Und zwar für alle natürlichen Zahlen angefangen bei der Zahl 2. Das können wir ganz einfach mit vollständiger Induktion beweisen. Los geht's. Im ersten Schritt im Induktionsanfang setzen wir einfach die kleinste natürliche Zahl ein, für die die Annahme erfüllt sein soll. Gut, hier steht n gleich 2, also setzen wir auch hier n gleich 2 als kleinste natürliche Zahl, sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite ein. Okay, wenn wir sie auf der linken Seite einsetzen, haben wir das Produkt von k gleich 2 bis 2. Von 1 minus 1 durch k. Und das bedeutet, dass die kleinste Zahl, die man für k einsetzen soll, beziehungsweise die größte Zahl, die man für k einsetzen soll, jeweils die Zahl 2 ist. Gut, das bedeutet, dass man nur die Zahl 2 einsetzt. Okay, wenn wir das machen, haben wir 1 minus 1/2. Und ja, das ist gerade 1/2. Und wenn man n gleich 2 auf der rechten Seite einsetzt, gut, dann haben wir auch 1/2. Gut, linke Seite gleich rechte Seite, das bedeutet, check, Induktionsanfang ist erfüllt. Im zweiten Schritt der Induktionsvoraussetzung schreibst du praktisch nur nochmal deine Annahme ordentlich ab. Nur solltest du darauf achten, dass du davor schreibst, es existiert eine natürliche Zahl, gut speziell bei uns jetzt größer gleich 2, sodass die Annahme erfüllt ist. Ja, dass das hier stimmt, ja, dass es so eine natürliche Zahl gibt, haben wir gerade im ersten Schritt im Induktionsanfang überprüft. Im dritten Schritt der Induktionsbehauptung hast du schon mal die Chance, das aufzuschreiben, was am Ende der Aufgabe rechnerisch bei rauskommen soll. Dafür musst du einfach nur nochmal deine Annahme abschreiben mit einer kleinen Änderung, und zwar musst du jedes n durch ein n plus 1 ersetzen. Ja, siehst du dieses n dort oben? Ersetzen wir durch ein n plus 1. Und dieses n hier drüben ersetzen wir auch durch ein n plus 1. Das war's schon wieder. Der rechenaufwendigste Schritt ist immer der vierte, der Induktionsschritt. Hier fängst du ganz einfach immer mit dem erstgenannten Term deiner Induktionsbehauptung an. Und jetzt wirst du diesen Term so aufspalten, dass auf jeden Fall deine Induktionsvoraussetzung drin vorkommt. Ja, das heißt, du kannst erstmal ohne nachzudenken den Term hinschreiben. Und was der Unterschied zwischen dem blauen und dem roten ist, darüber können wir jetzt noch nachdenken. Der einzige Unterschied zwischen den beiden ist doch, dass dieses Produkt nur bis n geht, das aber noch einen Schritt weiter geht, und zwar bis n plus 1. Das bedeutet, hier steckt ein Faktor mehr drin als hier. Und zwar genau der n plus 1. Das bedeutet, wenn man jetzt n plus 1 hier für jedes vorkommende k einsetzt, dann haben wir genau den Faktor, der hier fehlt. Das heißt, wenn wir genau diesen einen Faktor, der hier fehlt, noch dran setzen, also n plus 1 eingesetzt, dann müssten beide Seiten eigentlich wieder gleich sein. An dieser Stelle würde ich dir bei jeder Induktionsaufgabe mit Summen bzw. Produktzeichen empfehlen, einfach mal diesen blauen Term hier einzusetzen bzw. die Induktionsvoraussetzung, also diesen roten Term, für dieses Produktzeichen hier einzusetzen. Denn jetzt hast du die freie Wahl zu entscheiden, wie du vorgehen möchtest, um diese Gleichheit zu zeigen. Entweder formst du diese rechte Seite so lange um, bis die linke Seite entsteht, oder du benutzt einfach Äquivalenzumformungen, also holst den großen Holzhammer raus und schlägst einfach so lange auf diese Gleichung ein, bis linke Seite gleich rechte Seite ist. Okay, am einfachsten wäre es jetzt wahrscheinlich, diese Zahl 1 hier zu erweitern mit n plus 1 geteilt durch n plus 1, denn dann würde man das hier wunderschön zusammenfassen können, durch n teilen, also das Ganze kürzen können und wäre fertig. Wenn du das aber nicht sehen solltest, dann kannst du auch einfach alles das eliminieren, was dich stört. Beispielsweise stört dich geteilt durch n plus 1, also machst du das Gegenteil, mal n plus 1. Und was dich auch noch stören könnte, wäre dieses geteilt durch n. Also machst du auch hier das Gegenteil, mal n. Und jetzt musst du einfach nur noch diese beiden Terme auf jeder Seite der Gleichung dran multiplizieren. Wenn wir es auf der linken Seite machen, naja, geteilt durch n plus 1 mal n plus 1, fällt gerade der Bruch weg, überbleibt 1. Und dann noch mal n gerechnet, gut, 1 mal n ist gleich n. Das gleiche machen wir auf der rechten Seite auch. Wenn wir jetzt mal n rechnen, fällt der Bruch weg. Wenn wir jetzt noch mal n plus 1 hinten dran hängen, naja, dann sind wir schon fast fertig mit der Aufgabe. Denn jetzt hast du wieder die Chance oder die Wahl, du könntest wieder die Zahl 1 erweitern, wie wir es davor hätten machen können. Oder du sagst, nein, ich möchte lieber ausmultiplizieren. Finde ich entspannter, wie du magst. Dann hast du nämlich hier n plus 1 minus n plus 1 geteilt durch n plus 1 ist gleich
1 und die beiden Einsen hauen sich gegenseitig weg und du hast gerade linke Seite n, rechte Seite n. Das bedeutet, dass beide Seiten gleich ist. Und wenn diese beiden Seiten gleich sind, also wenn hier eine wahre Aussage bei rauskommt, dann haben wir genau dann auch hier oben eine wahre Aussage und die Aufgabe ist beendet. Kurze Frage noch, warum sind wir denn eigentlich fertig? Naja, ganz einfach, diese Aussage hier ist genau dann eine wahre Aussage, wenn die hier unten wahr ist. Denn wir haben nur Äquivalenzumformungen benutzt, das bedeutet, die hier sind gleichbedeutend. So, wenn das hier eine wahre Aussage ist, heißt das, dass zu einer natürlichen Zahl, die größer gleich 2 ist, und diese Annahme erfüllt, auch der zugehörige Nachfolger diese Annahme erfüllt. Okay, hier oben haben wir gezeigt, die Zahl 2 erfüllt die Annahme. Und hier haben wir gezeigt, dass der Nachfolger von dieser Zahl, also die Zahl 3 demzufolge, auch diese Annahme erfüllen muss. Aber wenn die Zahl 3 diese Annahme erfüllt, dann auch der Nachfolger, also die Zahl 4. Und dann wieder der Nachfolger, die 5, die 6, die 7 und die 8 und so weiter. Also für alle natürlichen Zahlen größer gleich der Zahl, die wir am Anfang, beim Induktionsanfang benutzt haben. Fertig.